Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman, hier in Land der Musik. Damit begrüße ich euch recht herzlich zum vierten Part des Let's Plays. Ja, ich freue mich auch, denn heute machen wir endlich die zweite Welt zu Ende. Wir werden sie zu 100% ja, abschließen, aber wahrscheinlich irgendwann wieder zurückkehren, ich weiß es nicht wann. Allerdings werden wir in diesem Part auch mit der dritten Welt anfangen, die schwerste Welt. Aber dazu später mehr, jetzt erstmal zu der zweiten Welt. Mit der sind wir im letzten Part ziemlich weit gekommen. Vor allem haben wir eine neue Fähigkeit von Bethilda erlernt. Und haben vor allem Sam sehr, sehr viele Käfige und ein paar Leben und ziemlich viel von dem Level gesehen. Aber noch nicht alles, deswegen sind wir auch hier. Und wie ihr gerade gesehen habt, habe ich eine neue Fähigkeit bekommen. Und zwar haben wir die von Bethilda bekommen. Und zwar können wir unsere Helikopterhaare benutzen, um über Schluchten oder sowas zu gleiten und gleichzeitig noch viele Hindernisse zu überwinden. Richtig cool. Somit haben wir jetzt das erste Level beendet. Diese Helikopter-Move wird auch noch später noch nützlich sein. Vor allem, wenn wir im nächsten Part mit der dritten Welt beginnen, da wird das ziemlich schwierig, vor allem, ihr werdet wahrscheinlich sehen, warum. Die dritte Welt ist auch sehr, sehr verhasst und wahrscheinlich auch die schlimmste Welt von Rayman 1. Und da kann ich auch nicht irgendwie widersprechen. Die Welt hat mich als Kind auch sehr lange aufgehalten. Und die sollten auch jeder kennen. Ich selber bin zwar sehr, sehr lange gehangen, aber ich denke nicht, dass es jetzt auch im LP passieren wird. Ich habe mich ja, wie gesagt, eingespielt, informiert. Das Ganze wird ein kleines, ja, Projekt, in dem wir jede einzelne Welt zu 100% abschließen. Zum einen muss man sagen, die Welt, also das Spiel hat nur 6 Welten, deswegen solltet ihr nicht so viel erwarten. Ich glaube, in den späteren Rayman-Spielen gab es so 8 bis, also von 6 bis 8 Welten. Und hier sind es einfach mal direkt 6, aber umso besser. Die Bereiche an sich sind ziemlich lange, gehen ziemlich lange. Es gibt manchmal Bereiche oder Level, wo immer wieder, ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber dich ziemlich oft wiederholen. Also Passagen, wo man manchmal hier so Trampolin mit den Wolken nutzt. Das ist ein Gimmick, das können wir ein, zwei Mal benutzen, aber dann reicht es auch. Das Spiel ist wie gesagt sehr, sehr groß. Vor allem die Musik, ich habe das im letzten Part noch gar nicht erwähnt. Die Musik, die mag ich sehr, sehr gerne. Generell von diesem Spiel, da kann man schon sagen, dass die Musik ziemlich passend ist. Vor allem in manchen Videos passen diese Soundtracks wirklich gut zueinander. Das finde ich echt cool. Aber, wow. Jetzt muss ich wieder konzentrieren, denn mit den Ballonspassagen wird das kein Zuckerschlecken. Man muss eher aufpassen, dass man nicht häufiger von irgendwelchen Gegnern getroffen wird oder von diesen Blitzen. Aber ich glaube, in diesem Level haben wir noch nicht alle Käfige bekommen, deswegen machen wir die jetzt auch. Ich glaube, in ein oder zwei Passagen, oder ja, in Passagen sage ich jetzt einfach mal, haben wir irgendwo noch einen Käfig vergessen. Ich freue mich allerdings auf die dritte Welt. Die erste und zweite Welt waren eigentlich nicht so verhasst, klar. Von Aussagen von eigenen Spielern sind sehr, sehr viele an der zweiten Welt gehangen. Aber das kann niemand wirklich nachvollziehen, vor allem ich, aber auch als Kind. Ich kann mich selber auch nicht so krass daran erinnern, wie lange ich an solchen Leveln gehangen bin. Ich wusste es und da war ein Käfig. Da konnte man nur mit dem Ring und dem Helikopter rüber. Deswegen mussten wir das jetzt später machen, bis wir diese Fähigkeit erhalten. Jetzt müssen wir erstmal hier durch und dann von unten direkt zum Schild mit dem Rufezeichen. Das kommt nämlich jetzt gleich. Jetzt müssen wir hier noch ungeschadet durchkommen. Und ja, dann gibt es auch nicht mehr viel zu tun. Auf jeden Fall die zweite Welt. Es war für viele eine echt schwierige Welt. Aber so schlimm war die jetzt nicht. Jede Welt ist wie gesagt machbar, auch wenn
wirklich nicht schwierig ist. In manchen Leveln wird es sogar ziemlich knapp bemessen mit den Hitboxen und so weiter. Es wird alles in Vordergrund, vor allem auf die Probe gestellt, vor allem gezeigt. Und es wird wirklich sehr, sehr, sehr viel, also sehr, sehr viel Probleme aufweisen. Aber ich bin bereit und werde es hoffentlich auch ohne Gegentreffer schaffen. Das ist ja auch mein Ziel, nicht zu sterben. Das ist zwar sehr, sehr schwierig, aber also jeder kann halt das, was er kann. Also zum Beispiel Leute können vielleicht Shooter-Games spielen, was ich eher weniger kann. Also ich habe noch nie so ein richtiges Ego-Shooter gespielt, außer Splatoon, aber dazu später im Spiel mehr. Splatoon ist auch so ein Shooter, aber von Nintendo, aber dafür, also davon möchte ich jetzt nicht so viel erzählen, denn das möchte ich erst im Let's Play erzählen, wenn es dann irgendwann kommt, weil wir haben schon viel vor uns. Das erste The Legend of Zelda, das steht schon an, das werden wir nach diesem Let's Play hoffentlich spielen. Ich hatte ja auch mal geplant, ein Let's Race mit Lauri zu machen. Und zwar hatte ich die Idee, dass er einen Stream hochladet mit irgendeinem Game, das er eben startet. Das Spiel werde ich mir holen und dann werden wir halt sehen, wer als erster das Spiel durch hat. Ich werde das in einem kompletten Video hochladen, in dem ich das Game spiele. Und wenn ich dann fertig bin, werden wir sehen, wer zuerst das Spiel dann durch hat. Der Gewinner... Also ich würde sagen, der Gewinner, also der Verlierer, muss in einem Video ein Spiel spielen, das von dem anderen Gewinner gefordert wird. Aber es muss ein App Store Spiel sein. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Spiel nimmt, was man nicht besitzt und auch nicht mehr kaufen kann, das zählt nicht, also alte Spiele. Also jetzt erstmal zusammengefasst, der Verlierer, der muss ein angespieltes Video machen, er darf nicht nur, er muss. Und in diesem Video wird er alles über dieses Spiel aussagen. Jetzt müssen wir allerdings zu blauen Mountains, also die blauen Berge. Und da geht es jetzt weiter, hier in Rayman. Also ja, wie gesagt, wenn Lauri einen Stream macht, dann werde ich diesen Stream halt mitverfolgen. Ich werde dann auch das Spiel, was er spielt, dann auch spielen. Also Speedrun halt, und dann werden wir sehen. Also wenn er ein neues Spiel startet, also wenn Lauri das sieht, dann soll er sich das bekannt machen. Also ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, aber jetzt erstmal wird Rayman 1 gespielt. Wir werden, wie gesagt, in der nahen Zukunft schauen. Direkt hinten, einfach richtig dreist, musste man einfach zurückspringen und schauen, ob dort ein Geheimnis ist. Und es war tatsächlich ein Käfig. Zwei mit einer Klappe direkt am Anfang bekommen. Ist das nicht cool? Es waren drei Käfige pro Level. Wir haben direkt drei Käfige bekommen. Fehlen eigentlich nur noch zwei. Ja. Also das sollte nicht so schwierig sein. Aber ich habe es ja schon im letzten Part schon gesagt. Man muss immer darauf achten, dass man immer manchmal nach hinten springt oder zurückläuft. Da kann immer was sein. Da kann wirklich immer was sein. Also immer. Wirklich jedes Mal. Und deswegen muss man sich auch immer gefasst sein, was immer passiert. Wenn man zum Beispiel was verpasst, dann muss man das ganze Level nochmal spielen. Und ja, im letzten Part habe ich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. In Bonusleveln kann man mehrmals machen und die Käfige werden nicht gespeichert, wenn man das Level beendet. Man muss das Level komplett neu spielen. Und deswegen habe ich das auch im letzten Part auch gemacht. Also vorletzten oder letzten Part. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall werden die nicht gespeichert. Das wollte ich noch sagen. Aber oh mein Gott. Hört ihr mal die Musik. Das ist safe komponiert von Remy Grazel. Der Komponist dieses
Spiels. Er hat definitiv wirklich große, große Sache geleistet. Wirklich cool, was er daraus gemacht hat. Richtig schön stimmig. Und es hört sich auch noch, es hört sich auch richtig gut an. Vor allem, es passt auch. Ich meine, der Hintergrund, seht euch mal das an. Die Höhlenwelt ist allerdings auch eine sehr, sehr unbeliebte Welt, muss man sagen. Denn das ist die Welt, in der die wenigen hingekommen sind. Also vor allem, wenn es um Kiddies oder Leute, die neu auf Rayman sind oder Rayman nie gespielt haben. Ich bin einer der Leute, die Rayman zum ersten Mal gespielt haben. Und ihr wisst ja, wie das dann ausging. Ich habe das Spiel liebend gelernt. Das Spiel ist nicht allzu schwierig. Vor allem weiß ich, was auf mich zukommt und was alles Gefahren auf uns zukommen. Wie beispielsweise dieser Steingolem hinter uns, der uns jetzt gerade verfolgt. Der wird am Ende richtig ausrasten. Als Kind hatte ich richtig Angst vor dem. Richtig Angst, weil der hat mich wirklich mit seinen Soundfiles wirklich beängstigt. Und jedes Mal, wenn er, genau so, immer wenn er auf mich zugestürmt ist, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt tot bin. Dass er jetzt zurückkommt oder dass er mich fangen will. Also, ich weiß nicht. Ich habe voll Angst vor dem damals. Und das stimmt auch. Er wird in ein paar Leveln, ja, zum Beispiel jetzt, wieder, also er wird in ein paar Leveln vorkommen. Ich kann es auch schon verraten, er ist der Boss dieser Welt, glaube ich. Also ich weiß nicht, wer der Boss in dieser Welt ist, aber ich glaube, er selbst war nur als Hindernis geplant oder als Gegner. Ich weiß es nicht genau, entweder als Boss oder als Gegner. Jetzt läuft er hier herum und jetzt geht er wahrscheinlich wieder. Also bei dem muss man wirklich aufpassen. Wie eine Verfolgungsjagd in Rayman 1. Halt in Crash Bandicoot 1. Und jetzt seht ihr auch, warum das immer pixelgenaue Sprünge sind. Es gibt so eine Art, ja, Kante, wo man drauf springen kann. Manchmal so pixelgenaue Sprünge machen. Deswegen ist diese Welt hier nicht so einfach. Aber genau deswegen frage ich mich auch, was die Entwickler sich überhaupt dabei gedacht haben. Als sie damals angefangen haben, das Spiel zu entwickeln, wussten sie ja, dass es schwer sein wird. Genauso wie bei Crash. Aber sie haben sich nicht bei Crash inspirieren lassen, sondern schon eigenen Charme eingebracht. Muss man schon sagen. Aber wie ich jetzt gerade sehe, haben wir das Level noch nicht zu 100% abgeschlossen. Also das erste Level. Wir werden wahrscheinlich nächstes Mal wieder zurückkehren und uns die Sache genauer ansehen. Wir sollten uns aber lieber um das zweite Level kümmern, vor allem weil hier diese blauen Stacheln da zum Einsatz kommen. Die sind auch sehr, sehr nervig. Die werden in den späteren Leveln auch noch eine größere Bedeutung haben. Es gibt nicht nur große oder es gibt nicht nur diese kleinen Bälle, es gibt auch die großen Bälle, die später auch noch. Ihr werdet, wie gesagt, alles noch sehen. Alles werdet ihr noch sehen. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, die Steingolems in diesem Spiel sind sogar in Rayman Origins zurückgekehrt. Der Name an sich hat schon einiges damit zu tun, denn Rayman Origins ist so eine Art, ja, Back to the Roots Nachfolger zu Rayman 3. Aber die Hauptreihen, wie zum Beispiel GBA oder Game Boy Color, die zwar nicht zu der Hauptreihe gehören, trotzdem Plattformer sind, die schon was Eigenes gemacht haben. Also es ist kein Port, sondern es sind wirklich eigenständige Spiele. Und ja, das will ich einfach immer so gesagt haben. Weil Problem ist halt, ich mag es nicht, wenn man immer sagt, ja, Game Boy Color war ein Port. Das ist wie bei Donkey Kong Land. Das war ja kein richtiger Port, das war wirklich was Eigenes. Und das ist auch bei Rayman eins der Fall mit Rayman Game Boy Color, was man viele dachten, dass das ein, ja, ein Port ist, aber ist es halt nicht. So, jetzt wisst ihr, was ich damit meinte, dass die blauen Stacheln noch eine höhere Bedeutung bekommen. In diesem Level werden sie so gesehen gespammt, sogar mit diesen großen Stachelkugeln. Die sind wirklich überall und naja, wer hat's gedacht, sie sind auch richtig nervig. Man muss teilweise echt mit den Helikoptern arbeiten. Und die werden echt zugespammt. Manchmal kommen die aus dem Nichts, aber die stammen auch aus, die stammen halt auch aus den blauen Kugeln, die wir dauernd sammeln.
Später gab es, glaube ich, noch Rayman Design. Das war ähnlich wie das Rayman-Spiel, nur dass es ein Design-Spiel ist und kein ganzes Jump'n'Run. Und das wollte ich auch mal anspielen. Aber das Spiel an sich ist nicht so erfolgreich wie das alte Rayman-Spiel. Und das alte Rayman-Game war ja von der Variation und dem ganzen Level-Design und so weiter ziemlich krass gemolken. Aber wenn man sich das von Rayman Design oder Rayman Lernspiel und sowas abguckt, dann merkt man auch, wie sehr sie da übertrieben haben. Wie sehr dieses Spiel gemolken ist. Weil hat sie beim Grafik auch nicht sehr wenig ans Original gehalten. Vor allem bei den Rayman Lernspielen für die PS1 und so weiter. Es gibt wirklich unzählige Reviews zu Rayman. Also ziemlich viele Reviewer zu Rayman 1 und Lernspielen und so weiter und so fort. Wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich meine, das Franchise ist so groß. Da ist wirklich ziemlich viel Platz. Es ist ähnlich wie bei Super Mario, weil Rayman hatte ja noch Auftritte in Golfspielen und Mario Kart, ähnlichen Spielen wie bei Crash. Sogar Sonic bei Rayman M, das war ja auch so ein Rush, oder Rayman Rush, genau, das war auch so eine Art Sonic-Game, ähnlich, und es war tatsächlich auch gar nicht mal so gut, es wurde gar nicht mal so gut umgesetzt, aber hat ziemlich was mit Rayman 2 zu tun, wenn man sich das mal anguckt. Natürlich werden wir auch versuchen, auf meinem Kanal alle Rayman-Spiele, alle Super Mario-Spiele, alle Crash Bandicoot-Spiele, naja, ein paar Ausnahmen vielleicht, werden wir wahrscheinlich nur die Rayman-Hauptteile anspielen oder auch die Spin-Offs. Wir werden sehen. Jetzt erstmal zum Bonus. Der ist auch knapp bemessen, aber ich denke, hier ist der ein bisschen großzügiger. Besser, aber auch großzügig. Deswegen sollten wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht sofort runterfallen, sondern dass wir auch selbstverständlich das Leben bekommen. Jetzt haben wir noch 7 Bälle jetzt gerade. Jetzt müssen wir noch weitere, also wir haben jetzt 11, jetzt noch 15 Sekunden und dann haben wir es auch gleich geschafft. Ich glaube, es sind nicht so viele, aber wir haben schon das letzte eingesammelt. Deswegen bekommen wir jetzt ein Leben. Juhu! Die Leben sind ja auch in dem Spiel sehr wichtig. Werden wahrscheinlich eine größere Bedeutung haben, vor allem was mit dem Ende zu tun hat. Wenn man alle Käfige gesammelt hat, dann bekommt man ein wirklich geiles Ende. Genauso wie bei Crash. Obwohl, es ist schon klar, warum man ein Ende bekommt. Man muss alle Käfige sammeln. Ich bin mir zwar nicht sicher, was dann passiert, wenn man sie nicht sammelt, aber auf jeden Fall wusste ich, dass man sie sammeln muss. Wahrscheinlich kommt man dann gar nicht zur letzten Welt. Dann würde es so sein. Nicht, dass man irgendeine Bestrafung so bekommt. Das war ja auch zum Beispiel beispielsweise bei Super Mario Land der Fall. Wenn man nicht alle Coins oder nicht alle Welten geschafft hat, dann oder nicht bis zum Boss gekommen ist und den nicht besiegt hat, dann ist man auch nicht bis zum Finale gekommen. Das haben später auch viele Spiele nachgemacht. Vor allem, weil das spiele ich jetzt gerade. Zum Beispiel bei Vehicle Level oder Scrolling Level und so, wie zum Beispiel jetzt. Da merkt man schon, dass die blauen Stacheln ziemlich in diesem Level gespammt werden. Und jetzt müssen wir versuchen, nicht getroffen zu werden, denn jetzt fallen noch ständig solche Lavabälle von oben. Die kommen, wie gesagt, immer random. Das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, von mir eingefügt worden oder es stellt sich irgendwie so hin. Oder besser gesagt, das sind nicht nur wegen den Sounds, die werden wirklich gespammt. Und manchmal kann man dann, während die ganzen Dinge spawnen, dann kann man denen nicht mehr ausweichen. Genauso wie dem Typen hier. Der ist auch sehr nervig. Der schießt immer solche, kann man sagen, solche Hämmer und die nerven. Habe ich erwähnt, dass man mit Raymonds Fäuste noch an Gegenständen heranziehen kann. Zwar nicht an blaue Bälle, aber man kann zumindest an Käfige und Leben herankommen. Das ist ähnlich wie der Boomerang aus The Legend of Zelda. Aber der
wurde, wie gesagt, man hat hier keinen Boomerang eingebaut. Trotzdem hat auch das mit keinen Gliedmaßen auch einen Sinn, denn dann kann man so richtige Gameplays in dem Spiel einbauen. Finde ich eine sehr gute Sache. Und sie sind auch sehr, sehr nützlich, weil in ein paar Leveln wird es wahrscheinlich ziemlich asozial mit den Leveln. Da wird es quasi super schwierig und wahrscheinlich fast unmöglich, aber gut. Es ist ja auch nur die dritte Welt. Wir werden wahrscheinlich in der vierten und fünften und sechsten Welt noch ziemlich viel mehr zu Gesicht bekommen. Ich weiß noch, dass die vierte oder fünfte Welt eine Bleistiftwelt, also eine Schultaschenwelt war. Ja, es ist einfach damals ein bisschen, ein bisschen anders gewesen. Als damals ich zum Beispiel Rayman 1 gespielt habe, war ich zwar traumatisiert, aber auch echt fasziniert davon. Weil es hatte so viele Welten. Bei Crash war ich ja auch fasziniert. Aber wo ich Rayman seitdem gespielt habe, es kommt mir ziemlich frisch vor und ziemlich eigenständig. Bei Crash war es so, die erste Welt war ja eine Dschungel. Dann gab es wieder eine Insel, aber eine Wumperinsel. Dann gab es noch eine Maschinenwelt und das war's. Mehr gab es auch nicht. Später in Rayman 2, Crash Bandicoot 2 wurde das ein bisschen mehr durch die Wand geschossen. Viele neue. Boah! Digga, das war knapp. Ich sag's doch. Es hat immer wieder. Also, es hat ziemlich viele Passagen, wo man pixelgenaue Sprünge machen kann. Und das ist auch so eine. Boah! Da muss man auch echt schnell sein. Okay, wo war ich? Ah, genau. Also, Crash 2 hatte ja damals ziemlich viele Umgebungen, die ziemlich different waren. Also ziemlich anders. Und das ist okay, denn auch Rayman 1 hatte mit seinem Charme ziemlich viel aufgeholt. Man muss aber sagen, der Charme hat man in Rayman 2 irgendwie wieder entfernt. Weil dieser freaky Style mit alles hat Augen und so weiter hat man wieder verworfen und ein komplettes 2D Jump'n'Run gemacht, das wirklich, wirklich genial ist. Aber wie gesagt, später mehr. Das sage ich gerne, später mehr. Weil ich möchte nicht so viel über das andere Spiel erwähnen. Das möchte ich lieber erwähnen, wenn wir das Let's Play zu Rayman 2 starten. Vor allem habe ich noch geplant, Zelda 1 in einem Stream oder in einem ganzen Let's Play. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sollten wir Rayman 1 noch sehr, sehr normal schaffen. Also so schwer wird das wohl nicht sein. Aber was ich echt cool finde, Rayman ist und bleibt immer noch eine Ikone. Auch wenn Crash und so weiter ziemlich abgingen, ist Rayman vor allem ein großer Bestandteil meiner Kindheit. Genauso wie Crash, Luigi, ROM-Hacks und Mario-Spiele, Zelda-Spiele, Nintendo, generell Nintendo, PlayStation und Xbox-Games liegen mir sehr am Herzen. Aber deswegen habe ich diesen Kanal auch gegründet, damit alle sehen können, wie sehr ich diese Spielerei eben mag. Aber ich möchte auch kein Typ sein, der immer ausrastet in Games. Deswegen ich direkt mit einfachen Spielen starte. Ja, was heißt einfach? Crash 1 und Rayman 1 sind nicht gerade die leichtesten Spiele, aber hey, wenn ich die nicht angefangen hätte, hätten wir wahrscheinlich ein Ragefest. Und hey, wenigstens besitze ich die Spiele. Und hey, wenigstens bin ich gut in dem Spiel, denn sonst werden wir hier fast ein Let's Play machen. Ich denke, jedem ist es lieber, dass man lieber hier ein sehr, sehr entspanntes LP machen würde, indem wir nur ein bisschen zocken und, wie gesagt, ein bisschen talken und über das Spiel generell ein bisschen reden. Ich sehe allerdings gerade, wir haben gerade so viel Zeit verschwendet. Ich denke, wir beenden mal hier diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann like, lasst ein Abo da. Folgt mir gerne auf weiteres. Und ich würde sagen, tschüss!